Die Lage an der Donau und an der wichtigsten Handelsstraße ins Böhmische begünstigte die Besiedlung im Raum Ottensheim. Bodenfunde verweisen darauf, dass in der Gegend an Donau und Rodel bereits vor 4000 Jahren Menschen lebten. 1148 wird Ottensheim als Ottenesheim erstmals urkundlich erwähnt. 1228 erhielt Ottensheim das Marktrecht. Ottensheim ist damit der älteste Markt des Mühlviertels. Mehrmals wurde der Ort von schweren Hochwässern heimgesucht, mehrmals wüteten schwere Brände. Heute strahlt der Ortskern eine unverwechselbare Idylle aus. Es ist ein rechteckiger Platz mit Gefälle zur Donau hinunter. Historische Bürgerhäuser rahmen den Platz ein, darunter auch das Kindelhaus. Die Pfarrkirche St. Egidius, erbaut 1462, ist ein spätgotisches Bauwerk mit barockisierenden Änderungen. Der Turm ist 72 Meter hoch und besaß bis zum Brand 1899 eine Zwiebelhaube. Seither trägt er einen schlanken Spitzhelm mit Kupferdach. Hoch überm Zentrum thront Schloss Ottensheim, bis 1527 in landesfürstlichem Besitz. Danach wurde die Burg zum Schloss ausgebaut, das sich heute in Privatbesitz befindet. Die Ottensheimer Drahtseilbrücke, auch Überfuhr genannt, ist das heimliche Wahrzeichen des Ortes. Gegründet 1871 als Überfuhrunternehmen, wurde es bereits mehrmals modernisiert. Sie ist eine idyllische Verbindung von Hüben nach Trüben. Jährlich setzen tausende Radfahrer von der Villaringe auf die Ottensheimer Seite der Donau über und umgekehrt. Der Donautalarm hat sich als Austragungsort nationaler und internationaler Regatten für Ruder- und Kanusport einen Namen gemacht und bietet viele Naturerholungsmöglichkeiten. Ottensheim verfügt mit einer Musikschule, zwei Theatergruppen, einem Kino, mehreren Chören und Musikkapellen und dem Kulturverein AG Granit auch über ein beachtliches kulturelles Potenzial. Kultur, Gemütlichkeit, Brauchtum, Geselligkeit – das alles ist Ottensheim.